So, liebe Leute, willkommen zurück. Euer Bergi wieder am Mikrofon aus Europa Universalis 4. Ja, unsere Handelsdominanz wächst und gedeiht und sie steigt. Und heute wollen wir das ganz gerne ausbauen, indem wir Sansibar als nächsten wichtigen Handelspunkt, Stützpunkt angreifen, einnehmen und erobern und uns hier richtig schön ausweiten können, vielleicht sogar in Afrika noch weiter. Denn da gibt es auch noch Gold, das darf man auch nicht unterschätzen. So, das nehmen wir noch mit. Und Militär, ja, kriegen wir auch noch gleich mit. Wenn wir soweit sind. So. Letztes Mal haben wir schon festgestellt, dass wir jetzt 4 Handelsgüter besitzen. Oder Dominanz in 4 Handelsgüter haben. Fisch, Elfenbein, Tee und Gewürze. Gewürze war gewollt, die anderen Sachen kamen irgendwie per Zufall. Die sind schnell dazu eingetrudelt. Wäre ganz geil, wenn wir noch einen Reis reinstarten. Wollte mir nochmal angucken, den Erfolg, aber ja, habe ich jetzt doch vergessen. Gucke ich mir beim nächsten Mal an, in der nächsten Pause. Wahrscheinlich habt ihr schon reingeschrieben in den Kommentaren. Aber das lese ich ja meistens dann erst ein bisschen später immer. Leider, leider, leider. Aber es ist ja eigentlich so, dass Opfer, ne, dass man bringt, damit auch wirklich täglich eine Folge kommt. Dass man dann am Stück ein bisschen aufnimmt. Die Folgen zurecht machen, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Trotzdem freue ich mich immer über Kommentare, so ist ja nicht, ne? Und viele Sachen konnte ich auch im Nachhinein noch hinzufügen, ne? Oh, den Hofmeister baue ich mal aus, ne? Naja, wir warten jetzt mal. Ich baue jetzt mal nichts aus, wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen Geld zusammensparen. Oh, da ist echt die Party, da sind echt viele Einheiten. Ich weiß nur nicht, wie viel können denn hier landen? 42... Haben wir das jetzt auch erobert? Jo, alles klar. Krieg erklären. Eroberung von Kelimane. Auf Schiff. Nach Kelimane fahren. Mhm. Da sind schon ein paar Einheiten unterwegs. Aber die führen ja gerade einen negativen Krieg. Das heißt, wir nehmen uns jetzt in ihrer Schwäche, einer der wohl zentralsten Handelspunkte, an die wir gar nicht rangekommen wären. Gut, dass mir das aufgefallen ist, dass ich da nicht, geschweige denn dem Krieg beigetreten bin, ne? Das wäre natürlich ganz, ganz schlecht gewesen. So, und dann können wir uns gleich schon ein bisschen aufteilen hier. Wir gucken mal, wie sieht's denn aus mit Gold? Ja, das kriegen wir jetzt nicht in einem Schwung alles, ne? Das ist klar. Aber ihr seht, hier ist ordentlich Gold noch vorhanden. Das sollten wir uns auch noch alles holen. Und Elfenbein, das wird unser Elfenbein-Fokus, stärken. Sehr nützlich. Ja, gut, dann sollen sie es auch haben. Das werden wir uns jetzt hier nach und nach einverleiben. Oh, die Wahlen stehen an. Was brauchen wir? Wir brauchen einen bürokratischen Kandidaten. Gar keine Frage. Wir versuchen mal gleich ein bisschen hier. Und Dominanz im Sklavenhandel. Ui. Ich habe ja schon so viel Handelsgüter. Dominanz. Wundert mich eigentlich, dass wir immer noch kein Erfolg ausgelöst haben. Hm. Naja. Vielleicht kommt es ja noch. Ah, Carmen ist fertig. Welche ist das gewesen? Ach, stimmt, da hatten wir was vor. Wir hatten ja hier was vor, Mensch. Habe ich ja ganz vergessen. Stark, wo schicke ich denn den nochmal hin? Hier, ne? Ich wollte ihn doch hier nach Rio da Plata. Ja, ist doch wohl klar, ne? San Antonio. Vielleicht kriege ich hier nochmal so ein... Noch ein paar Einheiten raus. Ah, das habe ich ganz vergessen, Leute, dass wir hier noch uns angesiedelt haben. Sehr geil, sehr geil. Können wir gut gebrauchen. Das sollte auch hier ein Selbstläufer werden. Die haben wir vernichtet, die sind schon komplett weg. So.
Ja, müssen uns irgendwie wieder auffüllen, ne? Wird nicht so einfach sein. Wir haben schon 2000 Verluste. Na, wir schauen mal. Ein bisschen belagern, das sollte eigentlich recht zügig gehen hier, Stufe 2 und keine gescheite Technologie, das geht eigentlich fix. Gar kein Problem. So, Sklavenhandel dominieren wir auch jetzt. Also, wer soll uns jetzt noch gefährlich werden? Wir haben fast alles. Ich müsste halt mal schauen, wie das war, ne? Wo da die Erfolge dann aufploppen. An welcher Stelle. Ja, ich würde hier das schon ganz gerne noch ausbauen. Aber erst die ein bisschen günstigeren Sachen. Wenn ich ehrlich bin, weil das Geld ist mir doch gerade ein bisschen teuer. Aber ja gut, wir nehmen auch demnächst wieder was ein. Gar kein Problem. So, dann halten wir müssen die Augen auf, ne? Ah, nur noch mit denen haben wir jetzt Krieg. Alles klar, wer kommt da oben? Keine Ahnung, wer da oben kommt. Wie sieht unser Schiff aus? Moment, ich schicke die mal kurz in den Hafen rein zum Reparieren. Ich lande die mal ganz kurz an, damit die sich reparieren können. Oh, da haben wir einen Berater verloren. Unruhen, nationale Unruhen. Sehr gut, oder? Die nehme ich mal mit, die nationalen. Dann haben wir Ruhe im Land. Oh, plus 3. 2, 26. Ja, können wir uns leisten. Nehme ich mit. Brauchen wir jetzt auch. Denn, wir haben viel zu annektieren. Oder Kernprovinz zu erschaffen. Das kostet auch alles. Und natürlich die Ideen haben wir noch laufen. Ah ne, die haben wir auch schon fertig. Oh Gott, wir sind schon fertig mit den Ideen. Oh shit. Naja, macht doch nichts. Machtpunkte kann man nie zu wenig haben. So. Dann haben wir das. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch hier oben, oder? Sehr gut, das haben wir gewonnen. Dann machen wir hier oben weiter. Oh, hier ist sogar schon Stufe 3. Okay, dann können wir den mal abberufen. Und dann setzen wir wieder einen hier rein, der hier weitermacht. Ah, ich glaube nicht, dass wir mit dem Bündnis mit Frankreich jetzt hier irgendwann dann doch nochmal ein größeres Problem kriegen. Wir wollen eigentlich unsere Ruhe haben. Wir wollen aber das Handel führen, ne? Ein bisschen Prestige gebe ich auf. Kein Problem, das kriegen wir wieder. Ah, das finde ich geil, dass wir jetzt hier die Provinzen noch haben. Ich kann es vergessen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Sehr schöne Sache. Schicken wir gleich die beiden Einheiten noch drauf. Das gibt noch ein bisschen Ruhe. Und das ist auch perfekt. Tondo, dann den nehmen wir. Guck mal kurz, wo haben wir denn hier? Ah, wissen wir halt nicht. Okay, wissen wir ja nicht. Boah, 7000? Ja, ist egal. Brauchen hier einen dicken Stützpunkt. So. Ja, das gewinnen wir alles easy. Momentan läuft sehr gut, ne? Würde ich behaupten. Momentan. Aber wie es in ein paar Jahren aussieht, weiß man halt immer nicht, ne? Weil wir halt in der Heimat sind wir ziemlich schwach aufgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das schon noch um die Ohren fliegt. Ich hoffe es nicht, aber... Wo ist denn Oman? Da oben. Was juckt uns das da oben? Das hier? Ah, das auch. Oh, okay. Doch ein bisschen größer. Ja, aber schiffstechnisch sollten wir doch stärker sein, ne? Unsere Handelsschiffe könnten halt davon betroffen werden, ne? Oder betroffen sein. So, das haben wir. Ich will ein bisschen zusammenbleiben. Dass wir die nicht so auflösen, die Einheiten. Ja, das ist genau deswegen. Okay, Böhm hat Militär. Zugang aufgekündigt. Ja, das ist fast schon Selbstläufer hier. Man muss bloß zupacken im richtigen Moment, ne? Sonst ist es vergeigt. Wo haben wir noch Anspruch hier, ne? An Gotch. Ja, da muss ich nochmal hin. Oh, das Gold nehme ich auch noch gleich mit, Leute. Einmal Gold nehme ich gleich mit. Am liebsten möchte ich ja ganz gerne. Wow! Schweden, Rivale. Antwerpen. Wir nehmen mal das Prestige diesmal mit.
Jahre des Friedens liegen hinter uns mit Hensi. Okay. Da können wir wieder Krieg führen. Sehr schön. Das war da, wo wir Malakka eingenommen haben. Den lasse ich mal da. Die Flotte, das ist nicht so wichtig. Okay. Am liebsten würde ich ganz gerne schon Spanien hier so weit raushalten, dass die hier keinen Zugang haben, ne? Aber so Fahrer nehme ich mit, das ist einmal Gold. Einmal Gold nehme ich mit. Nimm die beiden mit und dann das Gold. Das Gold. Die Gier, ne? Kommt sie wieder durch. Wie immer halt. Oh, sehr schön. Und das letzte haben wir noch. 92 Monate. Ja, zieh mal durch, oder? Embargo gegen Schweden. Eingeborenenaufstand. Wo haben wir Unruhen? In Malakka haben wir Unruhen. Ja, da müssen wir demnächst was tun. Also da sollten wir. Upsala, wer steht denn da noch rum? Da müssen wir, glaube ich, demnächst mal ran, bevor das eskaliert. Ich guck mal kurz. So, hält sich noch in Grenzen, Rebellenaufstand. Sunnitische Fanatiker, 0%. Das sind die Sunniten hier, ne? Ja. Oh, geht. Okay, das geht. Da können wir ruhig bleiben. So, was kriegen wir denn? Stabilität oder 50 Prestige? Ich nehme Stabilität mit, ne? Den Theologen bekommen wir auch noch. Wunderbar. Also, die goldenen Jahre liegen vor uns, Leute. Es läuft gerade sehr gut. Und wir hoffen, dass es noch ein bisschen weiter so geht. Das ist die große Hoffnung. Wir gewinnen auch hier die kleinen Kriege anscheinend. Diese. Oder waren es die Aufstände? Weiß jetzt gar nicht. Was wir da eben gewonnen haben. Oh, gleich mal hinzufügen. Yep. Oh, minus 50 gegen Portugal, die Meinung. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Jetzt kommen wir in die heiße Phase. Wir haben ja schon 22%. Gute Investitionen. Oder Initiative. Ja, sind wir fast durch. Haben wir fast alles gebaut hier, ne? Und dann noch die ganzen Handelskompanien bauen. Oh, das wird noch teuer. Aber gut, wo willst du mit dem Gold hin, ne? Wenn du so viel einnimmst. Also irgendwann müssen wir es ja ausgeben. In Ordnung. Aber wenn es erstmal Sansibar gehört. Oh, dann. Hier oben. Ach, hier oben war das. Ach, hier oben war das. Was habe ich denn jetzt hier unten eingenommen? Na gut, da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Kein Problem. Da kämpfen wir uns jetzt schrittweise nach oben. Habe ich gar kein Problem mit. So, Szene. Jetzt gehe ich nach Angotsch. Wenn alles klappt. Nicht, dass wir jetzt hier überrascht werden an der Stelle. Ja, ist ja fast ein Selbstläufer, ne? Also da passiert ja nicht so viel. Genau, das haben wir auch gewonnen. Wo ist denn denn ihre blöde Hauptstadt? Hier irgendwo? Oder hier oben? Ah, hier oben. Wir verlieren auch jeden Monat Einheiten ohne Ende, ne? Habe ich so das Gefühl. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen aufzulösen und ein bisschen mehr einzunehmen, damit es ein bisschen zügiger geht. Weil Hilfe scheinen sie keine zu bekommen. Bevor wir hier noch 3 Monate kämpfen. Sehr schön. Es gibt nichts, was wir tun können. Doch. Ja, wir haben doch 100 Punkte übrig. Und da eine gute Initiative. Dann holen wir mal die Militärtechnologie hinterher. Da haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, wenn wir jetzt demnächst. Jetzt kriegen wir nämlich bald die Verfassung. Das heißt, bei der nächsten Wahl sollten wir langsam anfangen, ein bisschen Fokus auf Militär legen. So, einen noch in Zumbo. Dann sollte es hier auch mal ein bisschen zügiger vorangehen. Das ist nicht die beste Wahl. Das ist natürlich total erschöpfend für die Rekrutenreserve, ne? Diese Art der Belagerung. Aber weil hier eh keine große Gegenwehr ist, im Großen und Ganzen, dachte ich mir jetzt, komm, wir machen es mal so.
Haben wir Mosambik auch in Anspruch? Nee, wir haben die beiden genommen. Und dann nehme ich noch Sofala dazu. Und vielleicht, wir gucken mal, wie teuer der Spaß ist. Da ist schon 30%. Schon alles gut. Schon alles durchgelaufen hier, der Spaß. Das haben wir gewonnen, dann wollte ich die genau, deswegen schicke ich die da oben hin. Na, teilweise haben sie Stufe 3, oder man braucht halt mehr Einheiten anscheinend. Ist nicht überall gleiche Anzahl an Einheiten, die man braucht. Wie viele Einheiten haben die denn noch? Oh, 16.000. Ist nicht so wenig. Naja, wir kriegen das schon hin. Wo sind die Hunde? Die 1000? Ah, da steht noch einer. Da steht noch einer, die können wir mal... Da können wir hier mal ordentlich ausbauen. Bisschen Gas geben. Das geht auch schnell. Guck mal, plus 70 pro Jahr. Ja, mittlerweile kann man schon bald davon reden, dass wir, wie soll ich sagen, schon eine gewisse Dominanz haben, ne? Also, imperiumsmäßig bin ich... Muss ich sagen, also in Ostindien noch nie so stark gewesen, wie jetzt in unserem Spielstand mit den Holländern. Also, das ist schon geil. Das ist schon richtig geil. Da kämpfen wir uns bis nach Äthiopien jetzt vor. Jetzt haben wir das noch eingenommen. Wir kriegen jetzt überall, kriegen wir jetzt Forts geschenkt. Gute Neuigkeiten. Schiffe sind auch günstiger, wenn wir sie bauen wollten jetzt. Ah, ich kann ja die drei da, die kann ich da schicken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte nein, 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 nein. Okay, Frankreich ist im Krieg mit Mixteken. Okay, das macht nichts. Österreich mag uns noch. Oh, komm schon, Sachsen. What the heck ist los mit dir? Mit Köln, Pommern und Bar. Boah. Okay. Sie wünschen sich nur wegen Ostfriesland? Total übertrieben. Okay, sind feindlich und Halligalli. Das heißt, wir dürfen hier bald fertig machen. Und dann dürfen wir den ganzen Spaß mal da hochschippern. Und versuchen, da oben Ruhe zu stiften. Aber gut, wir haben jetzt einen... Gott sei Dank bin ich mit Frankreich ins Bündnis gegangen. Da kann man schon drei Kreuze machen, ne? Wie mag Spanien uns? Sie sind auch feindlich. Okay. Sie wünschen sich Makassar, Wolof, Tekna, Brakna. Also die wünschen sich die ganzen Überseeprovinzen. Okay. Das riecht doch nach Krieg hier gleich. Aber wir haben Österreich noch dabei, oder? Wir haben Österreich noch. Ich lasse auch meinen Sachsen-Kollegen lasse ich noch drin. Den plus 52. Ne? Also die Freundschaft lasse ich noch ein bisschen aufbauen. Den Diplomaten. Oh, oh, oh. Na gut, Leute. Gucken wir uns beim nächsten Mal an, wie es ausgeht. Zu einem unser Sansibar-Krieg. Und zum anderen natürlich die Geschichte mit den Sachsen. Panik, ich hab's gewusst. Das kommt irgendwann. Das war klar, dass wir da nicht lange Ruhe haben. Na gut, lang genug hat man Ruhe gehabt eigentlich, wenn man so will. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen ernster. Die Geschichte. Hui. Ja, wenn wir mit Spanien Krieg kriegen, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Gebiete, die wir einnehmen können. Ein paar Provinzen hier. Ja, wir müssen uns halt natürlich auch dementsprechend aufstellen. Ne? Also klar, mit 11 Mann, mit 11.000 Regimenter zu Hause wird das nichts. Alles klar, jetzt gewinnen wir eine Belagerung nach der anderen. Mosambik haben wir gewonnen. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.